Dieses Video heute ist zweigeteilt. Das heißt, ich zeige euch eine Innovation, die ich mir wieder mal erdacht habe, die ich aus Platzgründen irgendwo einfach gebraucht habe und welchen Denkfehler ich dabei hatte, was ich falsch gemacht habe, was ich verbessern muss, zeige ich euch dann im zweiten Teil. Denn das ist ja doch gar nicht mal so wenig oder so unwichtig, was ich dabei falsch gemacht habe oder was ich verbessert habe. Aber dazu im zweiten Teil mehr. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige euch, was ich in der letzten Woche Schönes auf meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und herzlich willkommen bei Train Dreams. Wenn ich sage, Fehler, die ich mache, dann passiert mir das ziemlich häufig. Ja, wirklich, das ist so. Und oftmals denkt man sich was aus, das kennt ihr vielleicht selber, man hat irgendwas auf dem Schirm, will das irgendwo perfekt machen und macht doch einen Fehler irgendwo rein. Und darum soll es jetzt mal gehen. Und zwar seht ihr im Hintergrund, wie ich die Steuerplatinen für meine Gebäude, und zwar zwei Stück von meinen fünf, hier vorne unter dem mittleren Modul befestige. Das hat nichts mit dem Modul zu tun, sondern das ist einfach die Gebäude, die in der Mitte der Anlage stehen, der Modellbahnanlage stehen. Diese Module oder die Gebäude werden von diesen beiden Modulen hier unten gesteuert. Damit kann ich 32 verschiedene Lichtsteuerungen machen. Die kann ich dann auf mehrere Gebäude aufteilen, sodass man nie irgendwo das Gefühl hat, hier geht ja immer alles. Drei Lampen gehen rechts aus, zwei gehen links an und so weiter. Das soll eben nicht der Fall sein. Jetzt kommen wir auch mal ganz kurz zu diesen Platinchen, die ich jetzt hier hinten gerade entwerfe. Ich wurde mal gebeten, deswegen mache ich es auch ganz gerne mit rein. Es ist immer ein bisschen ein Aufwand, das noch mit zu gestalten, aufzunehmen. Und zwar, wie ich das gestalte, wenn ich was für meinen Laserdrucker, für meinen Lasercutter, das ist ja kein Drucker. Ich sage immer Laserdrucker dazu, so ein Quatsch. Ein Laserdrucker druckt auf Papier, aber nicht auf Holz. Aber ist ja auch egal. Und zwar entwerfe ich gerade hier Grundplatinen. Ich muss mal dazu sagen, irgendwo ärgere ich mich, dass ich das Teil nicht schon eher gehabt habe. Also alle, die im Grunde darüber nachdenken, sich so ein Teil mal zuzulegen und auch das Geld dafür haben. Ich habe ja mal ein Video so gebracht, wo ich das ein bisschen errechnet habe. Da kam ich so auf roundabout 1000 Euro, die man ausgeben muss, wenn man sich so ein Teilchen zulegen will, wenn es ein bisschen was Vernünftiges sein soll. Und man natürlich mit der Abluft und mit allem drum und dran. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass das irgendwo Sinn macht. Und zwar baue ich mir jetzt für diese Platinen Unterkonstruktionen. Man sieht es hier schon, ich habe es ja vorhin so ein bisschen hingelegt. In dem linken Rechteck liegt später die Platine und die beiden rechten Rechtecke, da liegen dann die Lüsterklemmen, die ich verwende, dass ich da mehrere Kabel drunter mache. Ja, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Aufschrei von manchen. Unter Lüsterklemmen darf man immer nur einmal was drunter klemmen, aber ich würde sagen, lass mal einfach mal Lüsterklemme sein. Ich habe mir arbeiten hier mit 12 Volt, da kann man auch ruhig ein paar Litzen drunter klemmen, ohne dass gleich was passiert, weil ich hatte mal vor zwei Jahren einen Kommentar von jemandem, der hat es dann Fusch am Bau bei mir genannt, okay, war seine Meinung, kann ich nichts gegen tun. Und er meinte damals eben, dass man das nicht machen dürfe, dass man unter Lüsterklemmen nicht mehrere Adern klemmen darf. Gut, recht hat er, wenn ich mit 230 Volt arbeite, definitiv, aber mit unserem bisschen, das geht schon klar. Und ich mache immer Ader-Endhülsen drauf und das hat alles Hand und Fuß und das passt schon. Im Hintergrund seht ihr jetzt, wie ich diese Platinen jetzt drucke, nein, schneide und graviere. Und zwar auch gleich die Nummern, die Bezeichnungen der Anschlüsse mit rein, wie es praktisch auf der Platine ist, wie ich es übernehmen kann. Und hier sehen wir es schon, hier sehen wir auch die Lüsterklemmen hier auf der rechten Seite, links wie gesagt die Platinchen, die hatte ich euch ja schon mal ganz, ganz grob vorgestellt, da komme ich mal irgendwann noch ein bisschen näher dazu, wenn ich das dann wirklich anschließe, wenn ich das Gebäude oder die Gebäude daran anschließen werde. Aber hier schaffe ich erstmal den Grund, dass ich das ganze Dingens da irgendwo auf meiner Modellbahn, ja, aufsetzen kann. Jetzt waren die Worte weg. Habt ihr das gemerkt? Da rechts sieht man das übrigens, da ist das Gebäude dran, was ich neulich gebaut habe. Hier kommen jene angesprochene Ader-Endhülsen. Die mache ich natürlich immer drunter. Ich habe da zwei verschiedene Varianten und ja, ich habe eine Zange für Ader-Endhülsen, aber wenn ich die unter Lüsterklemm lege, mache ich die platt. Ja, die mache ich mit der Zange, drücke ich die platt, sodass ich mehrere übereinander schieben kann. Wenn ich das mit der Ader-Endhülsenzange oder mit dieser Grimmzange mache, dann werden die ja,
also viereckig oder rund. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich kann es ja mal zeigen im nächsten Video. Das mache ich tatsächlich, wenn ich andere Sachen mache. Wenn ich jetzt nur einzeln runterklemme und so weiter und so fort, kommen da mehrere drunter. Papp, mit der Zange flach gemacht und die Sache passt irgendwo, dann kriegst du da auch mehrere übereinander rein. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch mal zwei oder drei Litzen in so eine Endhülse reinmachen. Die hat man ja in verschiedenen Stärken. Daran schon passt die ganze Angelegenheit. Hier sieht man aber, dass ich auf der Innenseite arbeite. Das heißt, hier habe ich überall diese lilafarbenen Kabel angebracht. Das sind in dem Fall immer die Minuspole. Was, Obacht, in einem der nächsten Videos, ich glaube sogar im nächsten Mal, richtig wichtig wird. Da habe ich nämlich wieder mal so richtig Bock missgeschossen. Ja, das zeige ich euch aber. Das wird ja Uli typisch wieder mal, aber ist egal. Und die rosafarbenen, das ist bei mir der Pluspol. Das habe ich ein bisschen von meinem Stellpult übernommen. Da habe ich das ähnlich gemacht. Ja, nur dass da minus grün war, aber ist egal, ist egal. Auf jeden Fall wichtig ist, wenn man verschiedene Farben nimmt, dass man das auf ein Objekt konzentriert und man, ich muss nicht immer schwarz minus sein und rot plus. Natürlich, wenn ich jetzt wie hier hinten die Grundversorgung der Platine anbringe, bei diesem Ding habe ich mal so richtig geschlafen, da habe ich es nämlich zuletzt gemacht, obwohl das zuerst hätte dran gemusst, aber ist egal, ich habe es dann bei ab der zweiten richtig gemacht und dann passt das irgendwo. Und was wir jetzt hier so schnell sehen, so fünf Dinger auf den Tisch geknallt, das hat bei mir tatsächlich 3 Tage gedauert, weil das eine furchtbare Arbeit ist, diese Litzen da immer anlösen, löten, Ding dran krimpen und machen und alles anbringen. Da habe ich so gemacht, dass ich jeden Abend 1 bis 2 solche Dinger hier gebastelt habe, vor dem Fernseher, vor meinem Rechner, wenn ich hier abends in meiner Männerbude sitze, und dann hat das irgendwo gepasst. Das ist also überhaupt kein Problem. Jetzt sehen wir, wie wir es hier vorne reinlegen. Links ist der Anlagenrand, rechts ist das Modul, was hochgeklappt ist, was allerdings gerade mal so im ersten Drittel meiner Anlage steht. Nur mal für das Tiefenverständnis jetzt hier bei der Anlage. Vorne ist das Stellpult leicht rausgezogen mit dem Testkreis, und jetzt klebe ich die Dinger hier so auf meiner Anlage an. Unter dem Modul, wo auch die ganzen Riedsteuerungen sind, die Weichensteuerungen hier unten alles sind. Und ihr seht übrigens hinten auf meinem Brettchen, das sind immer so schwarze Halbkreise oder Kreise. Das ist tatsächlich von Fehlgravuren meines Laserdruckers. Ich verwende das Holz natürlich wieder. Was ich gerade angeklebt habe, muss ich jetzt wieder rausreißen. Jetzt beginnt nämlich das, wo ich sage, hä? Was hast du hier eigentlich gemacht? Es ist ganz einfach. Ihr seht ja die beiden Lüsterklemmen rein, oder habt sie gesehen? Und diese beiden Lüsterklemmen rein haben ja links und rechts außen, wo ich da meine Kabel unterklemmen kann. Und wer jetzt richtig aufgepasst hat oder vielleicht noch mal ein paar Sekunden zurückspult, dem wird aufgefallen sein, dass ich an der Anlagenkante von vorne nur ungefähr 5 mm Platz habe, die Litzen unterzuklemmen. Das heißt, damit müsste ich dann da immer wieder versuchen reinzukommen. Das heißt, ich stehe mit einer kleinen Zange da oder mit einer Pinzette und versuche das irgendwo da runter zu popeln. Das geht nicht. Ich habe es probiert, das geht nicht. Du warst wahnsinnig dabei. Also hat mir unterm Strich der Platz gefehlt. Und was muss man da machen? Da entwirft man sich was. Innovation, da ich vorne auf dem Thumbnail drauf gestanden. Ja, ich musste jetzt versuchen, eine zweite Ebene meiner elektronischen oder elektronischen Bausteinebenen da zu finden. Das heißt, ich habe eine zweite Ebene drüber bringen müssen oder bringe eine zweite Ebene drüber und muss aber auch noch unten drunter drankommen. Das heißt, da muss ich ja auch was unterklemmen können. Wenn ich mal was verändern will, wenn ich mal bei den Riedkontakten was verändern will, wenn ich bei den Signalen was verändern will, muss ich da irgendwo ran. Ich kann ja nicht irgendwas reinbauen und alles in irgendeiner Form da nur reinstapeln und machen. Das geht nicht. Also habe ich mir diese, was ist denn das? Eine Halbbrücke? Klingt ein bisschen komisch, entworfen, wo später die Platinen draufstehen. Ihr werdet es nachher noch sehen. Hier vorne mache ich jetzt so eine kleine Nase dran und hinten auch. Kommt gleich. Und das Ganze, naja, wir sehen es gleich. Die Löcher, die ich da reingemacht habe, das sind Kabeldurchführungen, wo ich nicht weiß, für was ich es brauchen kann. Aber man ärgert sich immer. Ihr kennt das, man klebt irgendwo was hin, man macht irgendwas. Und plötzlich stellt man fest, wie kriege ich das Kabel jetzt da durch? Dann versuchst du das irgendwo lang zu legen. Nö, mach doch gleich 2x2 Zentimeter Löcher da rein.
kein Oval, das wird dann vielleicht wieder zu viel, ja, wenn man da oben drauf drückt, bricht es vielleicht, ich weiß es nicht, deswegen Kreise, damit der Steg noch in der Mitte ist. War nur ein Gedanke von mir, ich habe da nichts berechnet oder irgend sowas. Aber ihr seht schon im Hintergrund, dass es doch einiges an Arbeiten. Jetzt sieht man schon, was das werden könnte. Natürlich, Steampunk drauf ist mein Anlagenname, vielleicht manch einer weiß es noch. Die Dinger brauche ich insgesamt 6 Mal. Hier mache ich die 4 Stück mit dem Namen drauf, später folgen noch 2 ohne Namen, das heißt, die sitzen dann in der Mitte von dem ganzen Dingens. Und das mit dem blauen Streifen drinnen, das sind die Teile, die später, wie erkläre ich denn das, das wird unter die Platinenplatten drunter geklebt, sodass das nachher dann reingesteckt werden kann. Das heißt, das Ganze ist immer wieder modular. Ich kann das abnehmen, wenn ich mal drunter was verändern will, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben diese die Steuerplatinen drunter vor die Weichen da mal ran muss mit dem Schraubendreher oder irgendwas, dann kann ich ja da nicht irgendwas drüber umhängen. Erklärt sich ein bisschen schwer, wir werden es aber gleich sehen. Jetzt brutzle ich die Dinger ja auch noch fertig. Wie gesagt, ich hätte den Drucker immer schon haben müssen. Ich habe mich so geärgert. Man kann doch so tolle Sachen damit machen. Das fängt bei der Wendel an, dass man sich die schönen Kreise selber drucken kann, vielleicht mit weichen Ausschnitten dran. Ich setze mich doch nicht mit der Laubsäge in die Werkstatt oder mit meiner Dekopiersäge und säge das da in Ruhe aus, während ich hier das cutten kann. Ja, so einfach ist das. Da kommen die Schriftzüge Steampunk. Was ich hier vergessen habe übrigens, ist mein Airflow anzumachen. Der schwarze Schlauch, der da dran hängt, der ist dafür da, dass da Druckluft unten rauskommt und dass dann die Schneidkanten nicht diese braunen Brutzelecken haben. Das habe ich mit dem Schleifblock ein bisschen weggemacht, auch wenn man es nicht sehen wird. Ich mag es nicht, wenn das alles so ein bisschen komisch aussieht. Und deswegen ist der Name Steampunk so ein bisschen mit abgeschliffen worden. Aber mein Gott. Hier sehen wir rechts nochmal diesen kleinen Halbkreis da auf der Platine unten, wo ich sage, das ist ein Stückchen Holz, was ich nicht wegschmeiße. Ich schmeiße unglaublich ungern was weg. Also ich schmeiße nicht gerne was weg, wollte ich eigentlich sagen. Und ja, das sind jetzt die Teile, die ich meinte, die oben mit dem hellblauen Streifen da geschnitten wurden. Da habe ich aus der Mitte was rausgebrannt. Das heißt, da habe ich den Laser so eingestellt, dass der nur durch die 3 mm auf ca. 2 mm runterbrennt. Und ich somit jetzt, ihr seht schon, das drunter geklebt habe, habt ihr eben gesehen, und das kommt dann oben drauf. Und jetzt sieht man, was ich mir dabei gedacht habe. Das heißt, die Platinen, die sitzen jetzt so leicht über den unteren Relaisplatinen für die Weichen. Wir haben da angeklebt, an der Rückseite auch noch, das habe ich dann gemacht. Und damit stehen jetzt die Platinen leicht über den anderen drüber und ich kann irgendwann jetzt die Tage mit der Verkabelung anfangen, ja, das anzubringen. Und ihr seht die Löcher da unten, da kann ich Kabel durchführen. Ich glaube, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich mich schwarz geärgert und... Ich denke, es ist gut geworden. Ich denke, es ist eine kleine Innovation für meine Bahn. Wenn ich oben zuklappe, passt das alles irgendwo drauf und alles ist schön und schick. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Wer mich noch nicht abonniert hat, macht's doch bitte. Ich freue mich. Und ach komm, der ganze Quatsch immer am Ende. Sollte man vielleicht ein Video machen. Was soll's. Macht's schön gut. Bis nächste Woche. Euer Uli, wa? Tschüss.